Ihr blinkenden Verkehrsampeln, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Swansong. Es ist gerade was passiert. Erinnerungsmagie. Blutmagie ist ein mysteriöses Handwerk und die Tremere sind bestens mit ihren Geheimnissen vertraut. Die Erinnerungsmagie gehört zu ihren verborgensten und am wenigsten bekannten Praktiken. Angeblich sind die Hexenmeister von Hartford wahre Meister der Erinnerungsmanipulation, obschon dies nie von ihnen, ihrem Regenten Deneb Osborn, bestätigt wurde. Ja, wir sind mit Emmem hier im Gildenhaus, im Hartford Gildenhaus, in der Bibliothek. Und jetzt auf einmal ist das hier aufgegangen, dieses Portal oder was auch immer. Ich will erst nochmal gucken, ob hier noch irgendwas geht. Das ist alles so seltsam bei ihr. Es wirkt alles richtig unwirklich. Yo. Jetzt sind wir. Ah, alles klar, jetzt sind wir wieder hier. Osborne's gonna have some explaining to do. Da drüben ist noch jemand. MM Lloyd. Was haben wir denn hier? Ja. Okay, da sind überall Leute. Können wir hier rüberspringen? Ja. Ja, was sollen wir hier? Ich versuch's einfach mal. Wusch! Ah. Was ist das? Dietriche und... Ich hab doch Weisheit 1. A coin. What's that doing here? Schade, ich habe nicht mal Weisheit 1 gehabt. Okay, Hauptsache wir haben Dietrich. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt hier zu springen, oder? Come on, Emmem. You can do it, girl. Nee, warte mal, das... Da brauche ich zwei Sprünge. Hier nochmal springen. Ja, da war doch was. Attis. Bam. Geht halt nicht anders, ne? Von einer Ratte getrunken, widerlich. Was? Verdacht gestiegen? Warum ist der Verdacht gestiegen, bitte? Ich hab echt Weisheit und Schlussfolger nicht. Das gibt's doch gar nicht. 59 von 100? Okay. Aber ich habe da nur eine Ratte gesoffen, Mann. Hier, ein zusätzlicher Hunger pro getöteter Ratte eliminiert. Minus 50% Verdacht pro getöteter Ratte. Toll. Talente halten Rattenfresser übrigens noch. Achso, das war das. Widerlich! Von einer Ratte getrunken. Ja, und das Verratu machen nichts anderes, ne? Also stelle ich mal nicht so an hier. Ja, wobei, für Toreador ist das wahrscheinlich echt nichts, was sich schickt. Da komme ich gar nicht hin. Ja, ich dachte mir, ich muss zwei... Oh, warte, da war ich aber schon. Offensichtlich. Hä? Was? Hä? Ach so. Wow, ich muss mich da entscheiden. Alles klärchen. Erstmal hier hingucken. Wo ich jetzt von dem armen Kerl da trinke. That's impressive. Aha. This tower is incredible. It's like it's from another time. I've never seen anything like it. Okay. Können wohl nur aussaugen, zu mehr ist er nicht gut. Einfach nur Blutbeutel. Na dann. Lass es schmecken, MM. Nicht mehr Ratten saufen hier. Armer Kerl, der weiß wahrscheinlich gar nicht, was hier los ist. Ja.
Ja, war gut, ne? Sie hat den Mund zu. Kontrollierte Jagd. Talent erhalten. Ah ja, hier. Ein zusätzlicher Hunger bei kontrollierter Jagd eliminiert. Minus 50% auf das Tempo bei der Jagdmarkierung. Aha. Das hier, also das ist ja auch Quatsch. Wie soll ich das denn hinkriegen, ohne dass ich überhaupt aus jemandem trinke? Verwende die Disziplin, Effizienz, ja, ja, ja. Okay. Upp. So, gucken wir mal hier. Oh, Geschwindigkeit. Flink ist... Was? Flink ist im Zustand Geschwindigkeit sowie in Situationen verfügbar, die sich verlangsamen lassen. Drücke die Taste, um Flink zu aktivieren. Das Verlangsamen von Situationen erzeugt keinen Hunger. Ihr Tempo normalisiert sich, wenn du dich von ihnen entfernst oder Geschwindigkeit deaktivierst. Okay. Was habe ich davon, wenn ich jetzt hier alles langsam mache? Okay. Quite the program. Hartford Gildenhaus, Register Nummer 6. That's quite a crowd. Okay. Ja, gucken wir mal schnell durch hier. 15. Februar 2008. Bluttyp A+, Alter 62, männlich, in Zelle 6 gebracht. Betrat die Bibliothek aus freiem Willen, geschwächter Zustand, zuerst verwenden. 28 weiblich, letzte Nacht durch Lehrling Fleming gefangen. Im perfekten Zustand kann für mehrere Rituale verwendet werden. Ja, Blutmagie, ne? Letzte Nacht durch Lehrling Moses gefangen. Geschwächter Zustand. Verwendung ist verboten, aber Konsum ist erlaubt. Super. Oh Mann. 12-jähriger Junge sogar. Betrat die Bibliothek aus freiem Willen. Optimaler physischer Zustand empfohlen für den Einsatz in fortgeschrittenen Ritualen. Alter, die kennen ja gar nichts. 33 weiblich. Letzte Nacht durch Lehrling Wakefield gefangen. Annehmbarer physischer Zustand, geeignet für Einsatz bei kleineren Ritualen. 1. Mai. Da. Toriado Anarch. Alter 80, männlich. Letzte Nacht durch die Lehrlinge Moses, Vance und Merox gefangen. Optimaler physischer Zustand, trotz der Verletzungen. Reserviert für den ausschließlichen Einsatz in fortgeschrittenen Ritualen. Für alle Anfragen bezüglich der Verwendung des Objekts bitte an den Kurator wenden. Alter 48, männlich. Letzte Nacht durch einen der Ghule von Lehrling Fleming gefangen. Schlechter Geisteszustand, rituelle Verwendung verboten, aber Konsum erlaubt. Beförderung von Akolytin Lynn Vance in den Rang eines Lehrlings. Männlich, 53, betrat die Bibliothek aus freiem Willen. Akzeptable körperliche Verfassung, aber durch regelmäßigen Alkoholkonsum deutlich verschlechtert. Verwendung ist erlaubt, aber nur für kleinere Rituale. 17, männlich, betrat die Bibliothek aus freiem Willen und so weiter. Es geht noch ein ganzes Stück weiter hier. Akolyt Charter wurde aufgenommen. Kann man die nehmen? Sogar Kinder hier. Weiblich, 14. Fang am Rande des Territoriums. Beschädigt während Gefangennahme durch Lehrling Vance. Super. The last entry is from 2016. I wonder how many vessels have been caught since then. Alter 9, männlich. Sag mal. Betrat die Bibliothek aus freiem Willen, gebracht von Lehrling Charter. Verhaftung von Lehrling Gallo, erwischt beim Konsum von Subjekt 132. Der Rat wird in Kürze zusammenkommen, um eine angemessene Strafe zu bestimmen. Nach dem Vorfall mit Lehrling Gallo wurde beschlossen, den Akolyten in einen komatösen Zustand zu versetzen. Er wird bis auf weiteres in Zelle 3 eingesperrt. Ja, cool. Akolyt Gallo wird von den anderen Lehrlingen in Ritualen verwendet werden. Sein Opfer wird als Beispiel für andere dienen. Und 49 männlich, betrat die Bibliothek aus freiem Willen, annehmbarer physischer Zustand, rituelle Verwendung erlaubt. Ja, cool. Ihr seid vielleicht Arschlöcher. Charter, ich kann heute Abend nicht nach dem Gefangenen sehen. Du musst das für mich erledigen. Erzähl Dennep bloß nichts davon. Es ist ganz einfach. Geh ins vierte Stockwerk und schau nach, ob der Typ noch immer ausgenockt und das Siegel noch unversehrt ist. Und fass auf keinen Fall was an. Ach, Entschuldigung. Wenn du die Kombination vergessen hast, dann schau dir die Podeste auf den einzelnen Stockwerken an. Clyde, nicht vergessen, den Aufzug zuerst mit Vitae zu versorgen. Vitae ist Blut. Die Podeste der einzelnen Stockwerke anschauen. Okay. Okay. Oh, was ist das denn?
I should maybe read about this before I use it. Chimär-Elixier. Keiner weiß genau, wie viele Jahre die Tremere an der Entwicklung dieser Filter gesessen haben. Manchmal gestalten sie ein Geschenk noch schöner, bis die Nacht zu Ende ist. Die VT-Experimente der Tremere scheinen erfolgreich gewesen zu sein. MM hat das Gefühl, schneller und beweglicher als je zuvor zu sein. Okay, aber ich sollte erstmal lesen. Zutaten: VT aus dem Clan der Rose oder Kinder von Troilus. Tremere VT, Antikoagulationsmittel. Ah, das ist gut. Und Springbockhörnerfragmente. Hinweis: Zubereitung mit einer Sanduhr überwachen. Beobachtung: erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit des Probanden nach Konsum um das Zehnfache. Boah. Gut zu wissen, aber da ist halt. It's strangely normal. Almost cozy. Und hier, Mildred Woods. Notiz zur menschlichen Hämostase. Resonanz und Eigenschaften. Das ist Hämostase. Also Hämoglobin ist ja das, sind die roten Blutkörperchen, aber Hämostase? Naja. Abhandlung über Anatomie, über den Zustand von Torpor und seinen metabolischen Folgen. Pseudo-Monarchia Dämonum, der Aufstand der Wächter, Symbole und Metamorphose. Lemegeton Clavicula Salomonis. Ist klar. Macht mir alles gar nichts. Dies ist ein Arbeitsbereich. Dieser Bereich ist nur für Lehrlinge oder ist nur für Lehrlingkreise 1 bis 7. Bitte die ausgeliehenen Bücher quittieren. Oh. Noch mehr Tremere-Tränke. Ah, die Bluthexen sind für alle Eventualitäten gerüstet und verstecken oft eine Blutreserve in ihren Artefakten. Minus 2 Hunger. Sehr gut. Kann ich bitte noch mehr von diesen Tränken hier haben? Nimm alles mit. Und noch mehr. Unsere Verbindung zu Boston reicht viele Jahre zurück, als Quentin King noch die Stadt terrorisierte und die britischen Streitkräfte frei herumliefen. Unsere Ahnen waren noch nicht im Lockruf erlegen und unser Gildenhaus blühte unter der Schirmherrschaft des damaligen Regenten John Rice. Er war ein entschiedener Gegner der britischen Besatzung und stand zusammen mit Upton Rowland, dem Prinzen von New Haven, an der Spitze der geheimnisvollen Gemini League. Diese Untergrundorganisation, die sich dem Ausspionieren britischer Missionen widmete, schaffte es nicht, die Pläne des Feindes ernsthaft zu gefährden, sehr zu Rice' Frustration. Der wachsende Einfluss der britischen Führer zwang Rowland und seine Mitstreiter nach neuen Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen. Ihre Bemühungen führten dazu, dass sie sich mit einer in Boston ansässigen Widerstandsgruppe, dem Kindred of Liberty, Coll, zusammenschlossen. Die Coll hatten zwar mehr Mitglieder als die Gemini-Liga, war aber genauso gefährdet durch die Taten von Quentin King und seinen Anhängern. Und den Austausch zwischen Hartford, New Haven und Boston zu fördern, erklärte sich Coll-Mitglied Hazel Everson bereit, einen Teil ihres Territoriums an unsere Familie abzutreten. Ja, unser Prinz, ne? Infolgedessen erbten Rice und Rowlands die Jefferson Library. Rice brauchte viele Jahre, um die Bibliothek zu restaurieren, da er sie zu einem sicheren Ort machen wollte, der von Nosferatu-Spionen nicht entdeckt werden konnte. Es wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt und in Zusammenarbeit mit einigen der mächtigsten Magier unseres Gildenhauses schuf John Rice die Dimension. Was ursprünglich als einfacher Schutzraum gedacht war, wurde schnell komplexer, wie auch die Paranoia unseres Regenten, der immer tiefer untertauchen wollte. Die Dimension wuchs im Gleichschritt mit den Ritualen und der Energie unserer Magier, bis uns die Magie entglitt. Wie? Wieso? Wir wissen es nicht genau. Thaumaturgie ist die Kunst, ist eine Kunst voller Geheimnisse und die Mittel, die wir an unserem Zufluchtsort einsetzten, waren noch geheimnisvoller. Die ersten Anomalien traten am Ende des dritten Jahres auf und betrafen Lehrlinge aus den unteren Kreisen, die ziellos durch die Dimensionen wanderten. Die Blutsverwandten litten unter starken Gedächtnisverlusten. Ihre Erinnerungen konnten nur in der Nähe von Orten wiederhergestellt werden, die bald als Quellen bezeichnet wurden. Oh Gott, diese Texte. 6 davon sind uns bekannt, aber es könnte noch viele andere geben. Im Laufe der Zeit kam man zu dem Schluss, dass sich diese Quellen wie Magnete von der psychischen Energie ihrer Opfer ernähren. Das Wort mag schlecht gewählt sein, aber funktioniert als Metapher.
Sie entziehen ihre Erinnerungen, oft tragische oder emotionale belastende Erinnerungen. Und Fragmente dieser Erinnerungen werden in Form von Visionen manifestiert, je nach Wirt und Erinnerungen variieren. Der Gedächtnisverlust tritt systematisch auf, sobald man die Dimension betritt. Diese unglaubliche Entdeckung setzte dem Expansionsprojekt von John Rice ein Ende, da er erkannte, dass er an die gefährlichen Grenzen seiner Kunst stieß. Die Arbeiten fanden ein Ende. Die Dimensionen wurden stabil und unsere Magier suchten nach Ritualen, um den Nebenwirkungen der Quellen entgegenzuwirken. Meine Güte. Der Text. Oh, sorry Leute, ich bin eigentlich nicht müde. Das sind die Medikamente. Ah, die machen mich so fertig. Okay. Sonst ist nichts mehr hier, denke ich mal. Da nochmal die Säulen untersuchen, ne? War ja noch... Warum kann ich das da so langsam machen? Ja. It's stuck. Ist klar. Können wir nichts machen. Auch hier nicht. Ja, dumm, ne? Das Problem ist halt, mir gehen jetzt so viele Erfahrungspunkte, weil diese Mechanismen nicht entschlüsseln kann. Stuck. Ich werde das Kapitel vielleicht einfach nochmal spielen. Also diesmal wirklich, weil es war jetzt echt doof, Weisheit nicht zu nehmen oder Schlussfolgerung. Warum kann ich hier die Zeit extrem langsam auf Reaktion? Ach, ist das was mit den Toren hier, oder? Ach hier, wegen dem Hebel wahrscheinlich, okay. Ich gehe dann diese Zellen hier auf, wenn ich das schließe. Auf jeden Fall ein ganzes Stück weiter noch. Ach, guck mal hier. Für Rattis. Da, wo sind die Rattchen? Sag mal, wie weit ist das denn hier noch? Ich find's auf jeden Fall krass, dass die ganzen Leute hier wirklich dann noch die ganze Zeit halten und Experimente mit denen durchführen. Das ist so krank eigentlich. Und gar nicht cool. Okay. Upp. Ich glaube, ich kann wieder hochklettern. Ja, okay, kann ich. Hüpf. Das sieht komisch aus. I don't like this place. Hüpf. Ich mag diesen Ort, auch wenn er total krank ist. Doch. Was ist das? Oh, Magnetschlüssel, alles klar. Für Sicherheit. Huch. Ist das dein Ernst? Ich habe nicht genug Auspacks. Ah, aber wir können Psychometrien auftun, immerhin. What's that doing here? Jeez. I'm proud to be serving the Chantry so loyally. Whoa. Three pouches. You really outdid yourself today. Oh, don't look at me like that. I'm sure we'll be able to make something nice out of it. If I were you, I'd be proud to be serving the Chantry so loyally. There's no honor in feeding leeches. Look at you, all high and mighty. Okay, Kurt Dench. Hört sich sehr deutsch an irgendwie. Alter.
Oh my god. It's monstrous. What happened here? Was für ein Gemetzel. Ich dachte, bei Leisha war es blutig, aber das hier ist ja mal richtig krass. Was? Okay. Die Tür hier beleuchtet. Die machen das wohl öfter, die Tremere. Kann ich ein bisschen trinken? Geht das? But I came here to see him. I don't have time to waste. I'm leaving. Oh, no, you're not. It's not that easy. You can't just walk away, Morgana. I've told you to stop calling me that. Okay, that's enough. I'm leaving. Grab her! What the hell are you doing? Let go! Stop! No! Oh, the bad fairy's got some fight in her. Get your hands off me, you psychos! Shut up, slut. We've seen you slithering around the king, Morgana. Poor! Let go of me! Come on! What are you waiting for? Make her drink! Alter Schwede. King. No! Hold on! No! It's not that! Stop! Stop! Was haben die ihr da gegeben? I remember it now. My screams, their voices in my head. It went on for 3 whole nights. Why put me through that again? What the hell is your problem? Was zum Geier? Doch, da bestimmt wieder so ein. Ja, ich dachte mir schon, dass wieder so ein Portal auftaucht. Was haben die mit ihr gemacht? Blutsband. Also egal. I feel like my head is gonna explode. Feeling a little peckish? So, feeling a little peckish? Look what I brought you. No. No! No! Okay. Die haben hier jemanden zwangsernährt oder ich weiß ja auch nicht. Gucken, geht's hier noch irgendwo anders hin, theoretisch? Nee, ne? Habt ihr noch irgendwas? Habt ihr eben was gehört? Ich glaube, das ist das hier. Ja, okay. Wie komme ich jetzt da an die ganzen Türen ran? Wie gesagt, ich werde das nochmal spielen müssen, das Kapitel. Und dann sehen wir weiter. Oder vielleicht muss ich auch das Tor. Warte mal. Husch. Vielleicht muss ich das mit der Geschwindigkeit einfach mal aktivieren. Und dann ist das gut. Mich ja überall Leute. Den kann ich vielleicht auch die Zeit hier dann verlangsamen. Also jetzt habe ich schon Geschwindigkeit an und sie bewegt sich trotzdem noch so lahm. Eieiei. Ja, wenn ich den Mechanismus irgendwie analysieren könnte, aber das geht ja leider nicht. Ja, ja. Für euch. Mich denn daran? Ist doch da, wo ich schon war. Da sind die hier, die Ratten, warte mal. Die sind ja hier. Komm her.
Nam, nam, nam. Oh, jetzt krieg ich 4. Nam, 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 nam. Ich weiß, es erzeugt wieder nur Bedacht ohne Ende. 61, oh Mann. Aber bald habe ich das nächste, dass ich weniger Verdacht erzeuge. Und dann kann ich bald 5 von der Ratte kriegen. 5 Blut, das ist eigentlich schon geil. Richtig geil ist das, richtig geil. Ich hoffe einfach, dass das jetzt klappt, was ich vorhabe. Mit dem Hebel hier. Hallo? Geht nicht. Es geht nicht. Aber da geht's ja auch noch runter. Das ist eine blaue Kerze. Oh, das ist noch eine Erinnerung. Alles klar. And again. Die macht mir ein bisschen Angst, die Tür. Das ist so komisch hier, alles so verwirrend. Jetzt. Oh. Ist das McAndrews? Are you sure? Yes. Look at me. Oh, sie macht sich zum Vampir. Yes. Yes. Oh my God. Okay, an der Stelle, naja. Yes. Yes. Sagt dir keiner, dass es nicht auch da geht. Okay. I've been dreaming about this moment for 6 years. I never experienced anything so powerful. Ah, the taste of your blood on my tongue. Your hands. Your teeth. It was... I could never forget it. Umarmung. Der Akt der Verwandlung eines Sterblichen in einen Vampir. Bei der Umarmung muss der Vampir sein Opfer leer trinken und das Blut dieses Opfers mit einem Teil seines eigenen ersetzen. Yo. Und dann stirbt man und wird zum Vampir folglich. Und husch. Aber warum kann ich das mit dem doofen Tor hier nicht. Wahrscheinlich, weil ich den Mechanismus nicht analysieren kann. Das finde ich jetzt voll doof, ne? Ich habe halt nicht diese blöde Schlussfolgerung. Oder Weisheit. 2 Weisheit brauche ich auch noch dafür. Also 1 Auspex, 2 Weisheit und 1 Schlussfolgern brauche ich. Naja gut, Leute. Ich werde es nochmal nachspielen. Bleibt mir anderes übrig, ne? Ja, hab keine Punkte aktuell sowieso nicht. Kann ich ja sowieso nicht skillen jetzt. Lieber erstmal das hier nicht genommen, sondern Schlussfolgern und Weisheit. Na gut, liebe Leute, ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Lasst mir ein bisschen Liebe da, schreibt was Nettes vielleicht, wenn ihr möchtet. Und bis dann zu Vampire the Masquerade Swansong. Tschüss.